Hallihallöchen, liebe Leute, und willkommen zu einem neuen kleinen Horror-Let's-Test namens Zuva. Wo in einer Kanalisation spielt, das Fifi kann ich schon mal verraten. Und wir müssen da ein vermisstes Kind finden. Aber keine Ahnung, wie das Kind da reingekommen ist, warum wir dieses Kind suchen müssen. Ich würde sagen, ich starte einfach mal ein neues Game und wünsche euch viel Spaß beim Gruseln hier bei Creepy Games. Okay. Scheint, wir haben nur eine. Okay. Okay, was ist das bitte für eine Steuerung? Muss ich jetzt ganz kurz ändern. Also. Ja. Move. Forward ist W. Move back S. W A S D eigentlich. Ja. So ist schon besser. Ich habe keine Ahnung, wer diese Steuerung erfunden hat. Aber ja, W A S D ist eigentlich das Standard. Und möchte ich eigentlich auch beibehalten. Okay. Sehr, sehr vertrauenswürdige Umgebung, muss ich sagen. Ich meine, wir rennen nachts schon in der Kanalisation rum. Also das ist ja das Normalste der Welt. Wie ich finde. Und die Person da oben, die rennt auf jeden Fall schon richtig. Und zwar Richtung Ausgang. Aber wir machen das natürlich nicht. Wir rennen natürlich rein. Cooles Bild. Keine Ahnung, wer das ist. Und auf jeden Fall regnet es hier in der Kanalisation. Sollte man mal beheben, das Leck. So, auch dieses Game geht ungefähr 15 Minuten, wie gesagt, je nachdem, wie schnell man es durchspielt. Ja, und wenn ihr dieses Format, wenn das Format euch gefällt, so Horror-Let's Plays, dann wird es auf jeden Fall öfters kommen. Es gibt ja eine ganze Menge Indie-Games, wo man mal antesten kann. Okay, finde ich auf jeden Fall cool. Das mit seiner Hand an der Tür. Und schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr da mehr sehen wollt. Lasst auf jeden Fall ein Däumchen da. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann verpasst ihr auch nichts. So, jetzt genug gelabert, jetzt konzentrieren wir uns aufs Spiel. Was tut mir denn? Wie tut man denn eigentlich interagieren mit seiner Umgebung? Die Steuerung ist echt ein bisschen. F-Maus. Können wir da nicht E drücken? Ich hab keine Ahnung. Also rennen kann man auf jeden Fall auch. Das ist schon mal nicht schlecht. Ah, hier kann ich rein, okay. Oh! Ich glaube, das ist die. Das kleine Mädchen oder die Person, wo wir suchen müssen. Ich hoffe mal nicht, dass wir da durch müssen. Ne, sieht nicht so aus. Ach ja, genau. Was natürlich nicht fehlen darf in einem Horrorspiel, dass das Licht ausfällt. Okay, Checkpoint, das ist immer sehr schön. Ja, bleib doch hier. Okay, ist auf jeden Fall ein Mädchen. So viel kann ich schon mal sagen. Boah, ich habe schon wieder eine Gänsepelle am ganzen Körper, du. Okay, hier ist zu, hier komme ich nicht rein. Kann man das wegschieben? Keine Ahnung. Okay, hier kann ich sogar rein. Cool. Ahnung, was die Käfige hier sollen. Ja, nimm den Schlüssel halt nicht auf. Hallo? Ja, keine Ahnung. Oh, fuck, Alter.
Leckt mich am Arsch, ey. Also Horroreffekte auf jeden Fall bis jetzt schon mal ganz gut. Ist jetzt nichts Spektakuläres. Aber was bringt denn diese scheiß Taschenlampe? Bringt da mal ja nichts, ey. Hier komme ich auch nicht mehr raus. Ja, geil. Warum tue ich mir eigentlich immer sowas an? Ich frag mich. Warum? Kann ich da rein? Nee. Ich muss, wie es aussieht, irgendwie da entlang kommen. Aber ich brauche halt irgendwie den Schlüssel. Keine Ahnung, wie ich den krieg. Springen kann die Protagonist ja auch nicht. Ist hier irgendwas drin, wo ich benutzen kann? Nö. Der komische Schlüssel hier. Keine Ahnung, Leute. Es aussieht, kann man keine Sachen aufnehmen. Frage ist nur, wo soll ich dann hin? Okay, man merkt auf jeden Fall, dass das Spiel schon wieder verbuggt ist bis zum geht nicht mehr. Aber ja, wir testen es einfach trotzdem mal. Keine Ahnung, ich komme da nicht rein. So, ich habe das Spiel jetzt nochmal geladen und vielleicht kann man ja den Schlüssel jetzt irgendwie aufnehmen. Ne. Ach so, muss man das machen, oder wie? Hey. Ja, wie bescheuert ist das denn? Wie bescheuert ist das denn bitte? Muss ich den Schlüssel wirklich mitnehmen, oder was? Okay. Taschenlampe wäre ganz nice, wenn du anmachen könntest. Okay. Habe ich jetzt auch nicht gedacht. Probieren wir es einfach mal so aus. Es muss ja der Schlüssel für diese Tür hier sein. Anders kann ich mir ja nicht behelfen, wie ich. Oh, scheiße. Schütztisch. Nö. Okay, probieren wir es nochmal. Ah, oh, ist das blöd, hey. Ohne Scheiß ist das doof gemacht. Ja, so ein Scheiß. Also normalerweise drückt man E und dann steckt das irgendwie ins Inventar, aber ja, in dem Spiel ist halt alles ein bisschen anders wahrscheinlich. Okay, dürfen wir auf jeden Fall eh nicht loslassen, das ist schon mal klar. Keine Ahnung, ob das jetzt so richtig ist. Wie gesagt, wenn es jetzt ein paar Mal nicht funktioniert, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Dann breche ich das einfach ab. Und wir testen. Ich habe ja noch ein paar andere Horror-Games, wie gesagt. Dann testen wir die einfach mal. Ah, jetzt funktioniert es. Guck. So muss man das also machen. Oh Gott, ey. Oh, lalala. Alter! Alter, ist das heftig!
Scheiße! Dunkle Gänge mit der scheiß Handytaschenlampe, wo nicht mal 1 Meter weit strahlt. Was soll ich jetzt hier? Hä? Was soll ich hier? Hier ist ja nix. Oh, leck mich doch. What? Okay, hier sind wir jetzt. Ja. Oh mein Gott. Alles klar? Das Spiel ist total krank, muss ich sagen. Oh fuck, Alter. Leck mich doch am Arsch, ey. Checkpoint, yeah. Ah. Ja, bleib doch hier. Alter. Ja, bin ich denn bekloppt? Und renn diesem Mädchen nach. Oh fuck, Alter. Naja, geht Licht aus, genau. Warum auch nicht? Ach, leck mich doch. Wieder diese Scheiß. Ich blick gar nichts mehr. Muss ich diesem Mädchen nachrennen? Ich blick's nicht. Keine Ahnung, ob es richtig ist, was ich hier mache. Ach komm. Ich hab keine Ahnung, Leute. Na komm her. Halb jetzt hier, du Scheißviech. Alter. Vor allem keinen Plan, wo ich lang muss. Na, hier lang. Oder was? Ja, scheint so. Alter, was ist das für ein Spiel, ey, bitte? Ja, geil. Hier möchte ich rein. Okay, Ente. Ja, geil. Was ist das für ein Spiel, Alter? Sau, super oder keine Ahnung, wie das Game heißt. Ja, war auf jeden Fall, was soll ich sagen? Es ist ein kurzes Horrorabenteuer. Aber es war schon cool gemacht. Es hat auf jeden Fall Potenzial. Und war jetzt kein kompletter Käse. Man hat sich ein paar Mal erschrocken. Wenn ihr das auch so gesehen habt, lasst ein Däumchen da. Ich bedanke mich wie immer, dass ihr zugeschaut habt. Und sagt ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Seid gegrüßt, liebe Gruselfreunde da draußen, und willkommen zu einem neuen Let's Test namens Alone. Ja, das letzte Game in meinem kleinen Testbericht kann man sagen. Wir haben jetzt insgesamt 4 Spiele getestet, wo ich jeweils
zwei Parts hochladen werde. Also ich tue jeweils zwei Spiele testen. Falls ihr dieses Video seht, habe ich vielleicht die anderen zwei Games schon hochgeladen. Und ja, wie ihr vielleicht schon sehen könnt, spielt es auch wieder in einem verlassenen Haus. Und ob das Spiel wirklich so, ob das Haus wirklich so verlassen ist, das werden wir jetzt rausfinden. Was ich schon mal sagen kann, das Spiel kommt, glaube ich, aus Japan oder China, was auch diese Schriftzeichen hier schon mal verraten. Und ich starte mal ein neues Game und ja, wünsche euch viel Spaß. Geht, glaube ich, auch wieder so 15 Minuten circa. So, sind wir schon in unserem bescheidenen Heim? Auf jeden Fall ein sehr komisches Licht. Okay, haben eine Taschenlampe, das ist schon mal sehr, sehr gut, wie ich finde. Ja, Bett natürlich wieder mal nicht aufgeräumt. Ja, mein Gott, Ordnung, keine Ahnung. Ist nicht jedermanns Stärke. Okay, an sich, Grafik finde ich ganz hübsch. Okay, chinesische Zeichen. Keine Ahnung, ich kann leider kein Chinesisch. Auf jeden Fall ein relativ großes. Was macht die Pflanze hier in dem Bett bitte? Ja. Okay. Wir können die Pflanze aufnehmen. Kein Plan, wo ich die hinstellen soll. Vielleicht hier. Oder hier in das Bett. Nö. Ah, wahrscheinlich auf dem Stuhl. Ja, cool. Was bringt's jetzt? Kann ich jetzt raus? Nö. Wahrscheinlich müssen wir... Kann ich das aufnehmen? Nee. Jetzt vielleicht gedacht, kann man sich... Ah, hier ist noch eine Vase. Ah, okay. Wir müssen also erstmal alles... Okay, es ist also ein kleines Rätsel gewesen. Wahrscheinlich irgendwelche versteckten Schalter drin, wo es die Tür dann öffnet. Und okay. Sehr, sehr creepy auf jeden Fall mit dieser roten Tapete. Ja, sieht auf jeden Fall sehr nach China aus. Japan oder sowas, keine Ahnung. Alles klar. Keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Wie gesagt, chinesische Untertitel hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Ja? Möchte ich hier wirklich rein? Ich weiß es nicht. Was muss ich hier machen? Ist doch auch wieder irgendein Rätsel. What the fuck, Alter? Ich hab keine Ahnung, ey. Ah, hier geht's lang. Okay. Wo ist denn ein Telefon gewesen? Ah.
mein Gott, Alter.次のニュースです。連日報道されている強盗殺人事件ですが、被害者の家で謎の絵画が発見されました。そして、家の金物で、家主が不正に取引をして手に入れたもののようです。また現場には一切加害者の手がかりがないことから、近隣住民からは画家の呪いではないかという噂も広まっているとのことです。 Oh mein Gott, Alter, keine Ahnung, ey. Was abgeht. Ich sag, ich kann leider kein Chinesisch, Japanisch, was auch immer das ist. Boah, mein Gott. Okay. Wieder ein Raum. Also man merkt schon, ist alles relativ. Keine Ahnung, was da steht. Ich kann es leider nicht übersetzen. Es ist auch kein Englisch untertitelt oder sowas. Okay. Das ist auf jeden Fall wieder ein Rätsel. Schlange? Was ist das für ein Bild? Wahrscheinlich ist hier die Lösung drin. Ich kann es leider nicht lesen. Gut, der Raum bringt mir jetzt nicht wirklich was. Hier ist Schlange. Ah! Löwe, Schlange und. Löwe, Schlange und Dings. Okay. Okay, Löwe, Schlange und. Löwe, Schlange und Dings. Aha! Okay. Was auch der Schlüssel immer sein mag. Oh mein Gott. Die Tür? Yeah. Ach du Heilige. Welcome. Ja. Glaubt doch nicht, dass ich da einfach rausspazieren kann. Wir schauen uns natürlich hier noch um. Also bis jetzt richtig Hardcore-Horror habe ich zum Glück noch nicht. Okay, hier komme ich auch rein. Boah, was ist das bitte hier für ein Spiel hier? What? Alter. Kannst du ja nicht lesen. Ach du heilige Scheiße, ha? Gott. Ein cooles Gemälde auf jeden Fall, muss ich sagen. Okay, da geht's nicht rein. Hier geht's rein. Gibt's wieder was zu lesen? Wenn ihr es übersetzen könnt, könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, dass ich zumindest einigermaßen weiß. Ich habe das Spiel dann wahrscheinlich schon lang durchgezockt, aber ja.
Guck mal, da oben hängt eine Axt. Wäre cool, wenn du die mitnehmen könntest. Aber nein, macht er natürlich nicht. Ist ja klar. Alter, was ist das hier für ein Haus? Bitte. Cool, die Axt ist weg. Aha. Geil. Fuck, Alter. Mein Gott. Was gibt's hier Leckeres? No. Was? No, keine Ahnung. Ah. What? Ach du Scheiße. Naja, genau, sowas lieb ich ja. Oh. What the fuck, ey? Was ist das für ein Spiel, bitte, Leute? Alter. Ja, ich laufe den blutigen Fußabdrücken nach. Das ist eine sehr gute Idee, bestimmt. Oh mein Gott. Das ist mehr Psycho-Horror wie alles andere hier, ey. Ohne Flachs. Was ist das? Okay, ich muss wieder irgendwelche Sachen finden. Taschenlampe geht sehr gut. Hab's mir schon gedacht. Okay, noch ein grünes. Ein grünes Teil, dann leuchten sie alle. Keine Ahnung, was dann passiert. Aber. Ich vermute mal, dass das hier bei der Tür ist. Oder ist es die Tür, wo aufgeht zum Schluss, das kann natürlich sein. Ist halt auch nichts Grünes. Blöd. Wo ist denn das andere Teil? Verdammt. Kann natürlich auch hier drin sein. Oder? Ich weiß es nicht. Oh Mann. Also schwer sind die Rätsel nicht, das muss ich schon mal sagen. Aber es ist ein bisschen nervig. Also sehr viel Horror ist leider auch noch nicht bis jetzt.
Weil ein so ein grünes Teil fehlt halt. Es muss ja hier irgendwo sein. Problem ist, ich komme hier halt hier auch nirgendwo. Ah, hier ist es. Jetzt haben wir es doch. Ja, geht doch. War da jetzt nicht so schwer. Okay, was haben wir hier? Wieder irgendwas. Ein Flugzeug. Auf jeden Fall. Das kann ich nicht erkennen. Alter! What the fuck, hey? Okay, ich glaube, wir laufen lieber mal. Keine Ahnung, wo ich hin muss, Alter. Oh mein Gott. Muss ich jetzt raus? Okay. Okay, alone, Leute, wir haben es geschafft. Oh Gott, Alter. Jetzt habe ich mich aber kurz erschrocken vor dieser Troller da hinter mir. Okay, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, war auf jeden Fall ein ganz cooles Horror-Game. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und sage ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.